Hi, ich bin Sophia. Hi, ich bin Aaron. Hi, ich bin Tobi. Wir sitzen hier heute ausnahmsweise für uns zu deutscher Ortszeit mal recht früh um 11:15 mit einem Interviewgast, mit einem sehr spannenden Interviewgast, der gerade in Japan verweilt. Und deswegen ist es bei ihm auch schon gerade 17:45 abends. Wir sitzen hier mit Tobi von seinem Kanal Mr. Nippon. Und ja, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hi, ich bin Tobi, ich bin 22 Jahre alt, mache gerade ein Auslandssemester in Japan und lebe dadurch in Tokio. Ja, und ich freue mich heute, dass ich interviewt werde. Das ist tatsächlich das erste Interview, was mit mir so geführt wird, und deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Ja, sehr cool. Cool, freut uns. Was mich total interessieren würde, ist, wie sieht denn jetzt mal vor Corona oder wie sah denn für dich so ein durchschnittlicher Tag einfach aus? Das ist schwer. Bei mir ist eigentlich jeder Tag so ein bisschen anders, aber was ich halt, die Struktur war eigentlich so, dass ich halt dreimal die Woche ein Praktikum habe. Deswegen, wenn ich jetzt von den Praktikumstagen ausgehe, war es so, dass ich halt morgens halt mit der Bahn zum Unternehmen gefahren bin, wo ich Praktikum mache, da dann halt um abends fertig war und dann wieder nach Hause gefahren bin und dann halt mir was zu essen koche oder so und dann schlafen gehe. Aber abgesehen von den Tagen ist es dann so, dass ich dann auch halt Zeit habe dafür, Content zu machen, also Videos oder so zu drehen oder zu schneiden. Das mache ich dann eigentlich an den anderen Tagen eher, ja, ganz grob jetzt mal. Das Praktikum, was du machst, hängt das mit deinem Studium zusammen? Du studierst ja Geografie, ne? Genau, das hängt mit meinem Studium zusammen. Also in meiner Uni ist es so, dass wir so ein Pflichtpraktikum haben. Also jeder, der Geografie studiert, muss quasi ein Praktikum machen. Und dieses Pflichtpraktikum mache ich auch gerade. Was genau machst du da für ein Praktikum? Willst du das sagen oder? Ja, klar. Also ich mache es bei einer japanischen Navigationsfirma. Also die machen so Online-Karten und sowas. Und ja, da mache ich das Praktikum. Und das hat ja auch was mit Geografie zu tun. Und das ist ja auch wichtig als Voraussetzung, wenn man Pflicht macht, dass es auch mit dem Studiengang was zu tun hat. Auf deinem Kanal kümmerst du dich ja ganz, ganz viel um diese Unterschiede zwischen Deutschland und Japan oder um irgendwelche Vorurteile über Japaner. Du selbst bist ja halb Japaner. Ja. Und würdest du sagen, dass du Geografie studierst, hat was mit dem Background zu tun, dass du vielleicht generell so ein bisschen weltoffen und weltinteressiert bist, weil du ja sicherlich auch als Kind schon hin und wieder mal in Japan warst? Ja, also ich denke schon, dass es da so einen Zusammenhang gibt. Also dadurch, dass ich relativ quasi international oder so aufgewachsen bin, ist es dann schon natürlich so, dass man dann, denke ich, allgemein offener ist und dass die Leute, die vielleicht so aufwachsen, auch vielleicht tendenziell mehr an Geografie interessiert sind als Leute, die es nicht so aufgewachsen sind. Hast du auch Zuschauer aus Japan oder ist das tatsächlich hauptsächlich deutschsprachig? Es ist hauptsächlich deutschsprachig, also ich würde mal sagen 98% deutschsprachig vielleicht. Mhm. Aber ich habe auch mal japanische Kommentare, kriege ich auch ab und zu. Also, aber hauptsächlich deutschsprachig. Ja. Wie ist das? Also in Deutschland hat man ja doch auf YouTube eine sehr große, ich sag mal, Hate-Kultur. Wie ist das bei dir generell? Und vor allem, das ist jetzt natürlich völliges Schubladendenken, aber generell so der ostasiatische Raum, Japan, gilt das schon als sehr, sehr höflich und eigentlich viel möglichst immer alles so gut und freundlich zu tun, wie man kann. Ist Hate in Japan so ein Ding? Das ist cool, dass du jetzt das Thema ansprichst, weil ich habe erst gestern eine Podcast-Episode über das Thema aufgenommen, weil es ja letztens einen Fall gab von einer 22-jährigen ja, Person, also die bei einer
die bei einer Sendung mitgemacht habe, wo man halt im Fernsehen, wo es halt im Fernsehen ausgestrahlt wird, also Terrace House heißt die Sendung, und die hat sich aufgrund von Cybermobbing, weil sie in der Serie irgendwie nicht so gut rüberkam, haben sie viele gehatet und hat sich das Leben genommen, tatsächlich, was extrem traurig ist. Und ich merke es ja auch selber, wenn ich bei japanischen YouTubern, wenn ich da unter die Kommentare gucke, dass da eigentlich genauso wie in Deutschland auch negative Kommentare teilweise drin stehen. Und ja, man könnte auf jeden Fall denken, dass es in Japan nicht so ist, weil ja das Klischee so ist, dass die Japaner höflich sind und alles. Aber ich denke, wenn sobald man anonym ist oder sobald man... Also es gibt auch negative Gedanken bei den Japanern und im Internet können die das auch rauslassen oder fühlen sich freier, das rauszulassen, denke ich. Und also ich würde da keinen Unterschied machen, was das angeht, sondern würde sagen, dass in Japan genauso, vielleicht sogar auch schlimmer, wer weiß, da diese Hate-Kultur vorhanden ist im Internet. Ja. Was ist denn das Beste und auch das Schlechteste an deinem Ort? So, wo merkst du die krassesten Unterschiede? Was findest du gut, was findest du schlecht? Ja, so was ich wirklich gut allgemein in Japan finde, ist, dass es einfach, dass alles sehr praktisch ist. Du hast hier Läden, die sind jeden Tag halt, also Supermärkte, die halt auch überall sind und die halt 24 Stunden, siebenmal die Woche geöffnet haben. Also wenn man was braucht, kann man das direkt kriegen sozusagen. Und was mich nervt oder was nicht so toll ist, ja, da gibt es natürlich auch viele Sachen. Teilweise, dass man vielleicht bei Japanern nicht immer weiß, was sie wirklich denken oder was sie wirklich denken vielleicht. Also wenn man eine neue Person trifft und die nicht so gut einschätzen kann. Weil du es ja gerade angesprochen hast mit der Höflichkeit, wovon wir es ja auch vorher schon hatten, das ist ja so mit das Haupt Klischee, glaube ich, über Japan. Ist diese Höflichkeit tatsächlich deswegen, weil man einer nur höflich sein möchte, oder hat das auch was mit Außendarstellung über sich selbst zu tun, weil man halt auch einfach nicht der sein möchte, der halt einfach unfreundlich durchs Leben geht? Weil das natürlich schon auch einen Einfluss darauf hat, ob ich jemandem sage, was ich über ihn denke oder halt eben nicht. Ja, also ich denke auch absolut, also ja, also man ist, denke ich, höflich, viele sind, denke ich, höflich, weil es eben viel mit der Außendarstellung zu tun hat oder weil es irgendwie auch so eine Art Norm oder so ist in Japan. Ja, in Japan, es gibt ja diesen Satz, es ist wichtig, sein Gesicht zu wahren. Und das stimmt auch irgendwie, also dass es schon teilweise so ist, dass bei manchen Leuten vielleicht so ist, dass sie höflich vielleicht sind, aber vielleicht auch nicht immer vom Herzen aus. Wenn du jetzt sagst, ist es dann manchmal schwer, die Leute einzuschätzen. Gerade meine nächste Frage, hast du denn dann Probleme damit, Freunde zu finden, oder hattest du vielleicht vorher welche oder ging es dann doch recht schnell? Wie hat es denn funktioniert da? Als ich nach dem Abi erstmal in Japan war, da war es am Anfang ziemlich schwer, so Freunde zu finden, was auch daran gelegen hat, dass ich noch nicht so gut in Japanisch auch war. Und das ist halt eine wichtige Basis. Und weil viele Japaner können eben auch nicht so gut Englisch. Also deswegen ist es echt wichtig, dass man da gut Japanisch kann, wenn man wirklich japanische Freunde haben will oder in den japanischen Freundeskreis sein will. Ich würde schon sagen, wenn ich einen Japaner oder so kennenlerne, dass es dann ein bisschen länger braucht, um wirklich gut befreundet zu sein, als es in Deutschland der Fall ist. Mhm. Aber trotzdem ist es mir relativ leicht gefallen, jetzt bei meinem Auslandssemester hier in Tokio gute Freunde zu finden. Und ich, durch die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, weiß ich auch immer mehr so, wenn ich eine Person treffe, könnte ich mit der gut befreundet sein oder nicht? Ist es diese Art von Person eher oder... Das fühlt man dann auch und dann ist es bei mir so, deswegen verschwende ich nicht so viel Zeit damit, mit Leuten mich dann zu treffen, wo ich schon sowieso irgendwie schon ein Gefühl habe, nee, das stimmt nicht so ganz. Glaubst du, dieses Japanische lässt sich nach Deutschland übertragen, wenn du wieder hier bist? Also ich meine, du hast sicherlich natürlich von den japanischen Werten mitbekommen durch deine Mutter so ein bisschen, die Japanerin ist. Aber glaubst du, wenn du dann wieder hier in Deutschland bist, kannst du diese japanischen Werte auch
auch wieder mitbringen oder musst du dich dann wieder ein bisschen umstellen, weil du dich hier halt einfach in einer anderen Gesellschaft ein bisschen durchsetzen, durchbeißen musst? Das ist eine schwere Frage auch. Ich finde schon so, also Deutschland ist schon eine andere Gesellschaft, deswegen könnte ich mich nicht komplett so verhalten oder würde es nicht machen, wie ich es hier tue. Generell die japanische Kultur, weil wir es gerade davon hatten, dass die Unterschiede so groß sind und dass ja alles sehr, sehr höflich ist und so, nimmst du es tatsächlich als auch Halbjapaner, als jemand, der auch Japanisch spricht, das heißt, der vielleicht auch mehr in der Kultur drin sein kann, als Sophia oder ich das jetzt wäre, wenn wir ein Jahr nach Japan gehen würden. Nimmst du die Kultur tatsächlich so verbissen und streng wahr und wie wir es hier wahrnehmen oder wie wir glauben, es wahrzunehmen? Von dem klassischen Klischee, was man haben würde, sage ich mal, in Deutschland oder was man so hört. Ja und nein. Also es ist schon so, dass so Klischees oder das ist schon streng, es stimmt schon, dass irgendwie sehr streng teilweise ist oder was heißt streng, sondern streng nach Regeln oder streng in Bezug auf Respekt vor Personen oder in welchem Verhältnis man zu einem Typen steht, der jetzt zwei Jahre älter ist oder zwei Uni-Jahre über dir ist, dann ist es schon teilweise sogar krasser, als wir uns das vorstellen. Aber wenn man erstmal in Japan und so ist und in Japan lebt, dann kann man es auch immer besser nachvollziehen. Ja, weil in Deutschland ist natürlich auch gerade, also das absolute Klischee ist natürlich das Arbeiten und das muss natürlich schon ein wahnsinniger Leistungsdruck sein, auch unter dem da auch schon Schüler stehen, oder? Absolut. Also in der Schule allgemein ist es ja schon so, dass schon in der Schule so ein gewisser Leistungsdruck auch da ist und das ist viel mehr nach so Systemen geht, also dass zum Beispiel die verschiedenen Unis mehr so ein Ranking haben und wenn du auf die Uni kommst, dann kriegst du auch einen guten Beruf und so. Und in Deutschland ist es ja nicht so wichtig unbedingt, auf welche Uni du gehst, sondern mehr, was du studierst und so, ja, was für eine Persönlichkeit du hast. In Japan spielt es immer noch eine hohe Rolle, wenn du auf die gute Uni dort gehst mit einem guten Ruf, dann hast du, kriegst auch einen besseren Beruf und so, und dann ist es schon mehr Druck automatisch dadurch auch da. Also das war unser Interview mit Tobi. Wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen über die japanische Kultur lernen wollt. Wenn ihr da natürlich noch mehr darüber lernen wollt, dann schaut unbedingt mal unten in der Infobox, da ist natürlich sein Kanal verlinkt. Wenn ich dran denke, ist er auch da oben verlinkt. Ansonsten in der Infobox, das solltet ihr auch schaffen. Und dann findet ihr hier irgendwo um uns herum sicherlich noch ein Video, das ihr euch jetzt angucken könnt von unserem Kanal. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und tschüss. Tschüss. Tschüss.